Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zum heutigen Webinar Forex Pro Systeme Live Trading. Natürlich mit Thorsten Helbig und mein Name ist Nelson Cardoso Neto. Ich begrüße Sie am frühen Morgen im Namen von FX Flat. Bevor ich an den Thorsten übergebe, müssen wir natürlich einmal kurz über den Risikohinweis sprechen, denn wie immer dient dieses Webinar nur zu Schulungs- und Informationszwecken. Bitte nicht als Handelsempfehlung oder Anlageberatung verstehen, unabhängig davon, was uns Thorsten heute Morgen zeigt, denn Sie müssen Ihre eigene Entscheidung treffen. Das ist ganz wichtig. Gut, dann, lieber Thorsten, übergebe ich sehr gerne den Bildschirm. Wünsche viel Erfolg, aber auch viel Spaß. Ja, guten Morgen. Ich bin noch nicht ganz so weit. Wie ihr seht, ich bin noch in der Küche. Wie man sehen kann, ich bin noch beschäftigt. Heute ist Thanksgiving und ja, ich muss in der Küche noch ein bisschen aufräumen, so wie es aussieht. Nein, Quatsch. So, das wollten wir natürlich nicht, sondern wir wollten ja ein schönes Bild, ne? Oder? Ja. Küche ist jetzt etwas durcheinander und na komm her. Das geht heute nicht. Warum nicht? So, jetzt. So. So besser? Ja, nein, vielleicht? Von meiner Seite aus, ja. Zack. Das wollten wir jetzt nicht. Helbig und seine Technik. Würden jetzt meine Jungs wieder sagen. So, jetzt sollte es funktionieren. Okay. Heute Thanksgiving, deswegen gibt es wohl auch nicht allzu viel zu tun. Und bevor die Lästerei wieder losgeht, ich habe ein neues Hemd. Nein, ich habe kein neues Hemd. Wir sind heute angekommen bei 1986. Und ich habe mir gestern Gedanken darüber gemacht. Und die ganze Zeit immer. Das sind keine Streifen, das sind Karos. Karos, du musst auch den Kopf mal so ein bisschen quer drehen. Also dann sieht man, das sind Streifen so und Streifen so. Aber Mathematikunterricht geben wir immer später. Und die immer so schön über meinen, genau, die immer so schön über meine Hemden herziehen, das sind alle die, die nur neidisch sind, weil denen die Hemden aus den 80er Jahren nicht mehr passen. Mir schon. Meine Frau sagte heute Morgen in der Dusche zu mir, wir kaufen eben so eine Sache nur einmal, ne? Und dann passen die bis zum Ende. So, Jungs und Mädels, schwere Geburt heute. Ich musste alles nachtragen, ja, ich auch. Deswegen bin ich so zurückhaltend geworden. Ich musste auch immer die Klamotten von meinen Geschwistern auftragen. Und ich hatte drei Schwestern. Manchmal schon doof. Was machen wir heute? Thanksgiving. Herr Nelson und ich, wir haben überlegt, ob wir heute überhaupt ein Webinar machen. Wir hatten deswegen das Webinar auf gestern vorgezogen und haben dann aber beschlossen,
Da ihr sonst am Donnerstag früh überhaupt nicht wisst, was ihr machen sollt und dann wieder zu Hause hockt und sagt, oh Scheiße, langweilig, was soll ich jetzt machen? Hatte Nelson mich überredet und hat dann gesagt, ach Mensch, nun mach doch. Und dann haben wir gesagt, okay, wir machen es trotzdem. Wie wir unschwer den Charts entnehmen können, haben wir, ich sag mal, ich will nicht sagen, nichts zu tun, sondern eher wenig zu tun heute, so wie es aussieht. Es ist ein Tag, wo ich der Meinung bin, ja, mein lieber Carsten, klar, Thorsten, du liebst doch mich und Lutz. Na klar, liebe ich euch. Deswegen trage ich auch immer deine Schlafanzugjacke morgens noch auf, ne? Nein, das ist nicht deine Schlafanzugjacke. Wenn ich deine Schlafanzugjacke tragen würde, dann wäre das ein Mantel für mich. Ne? Wir werden uns mal den Aussagen von gestern widmen. Wer war denn von euch gestern früh dabei? So mal ganz kurzes Handzeichen oder mal ein ganz kurzes Piep. Thanksgiving, ne? Meine Frau hat mir heute eine Tasse hingestellt, die wir uns mal in San Francisco unter der Golden Gate Bridge gekauft haben. Ach, das ist schön. Schreibt jemand rein, Handzeichen. Sehr schön, super. Ah, mein Lieber. Okay. Ein Teil haben wir gestern Nachmittag schon mal versucht aufzuklären. Ich werde die Session von gestern früh einfach mal fortsetzen. Und was machen wir da jetzt? Wir machen das ganz einfach. Ich mache mal einen neuen Chart auf. Gestern Morgen habe ich ja nur laut gedacht. Also nicht alles, was ich gedacht habe, weil alles, was ich denke, wollt ihr gar nicht hören. Und da hier auch anständige Menschen dabei sind, darf ich auch nicht alles sagen, was ich denke. So. Und okay, dann eben nicht. So. Unser Plan gestern, ja, mir ist hier ein bisschen was weggeflogen, wie ihr wisst. Unser Plan gestern sah so aus. Dass wir, ich mache das mal nur bis zu den wichtigen Punkten. Wer weiß den Plan von gestern noch? Und ein wichtiger Satz war gestern dabei. Wer weiß den Plan noch? Und wie lautet er? Bitte wiederholen Sie alles ab dem guten Morgen. Lutz B. vom Bodensee, der sich das auch nicht gemerkt hat. Gucke hier, jetzt kommen meine Fleißbienchen rein. Manfred, Michael. Noch ein Manfred. Lutz hat diese Selbsthilfegruppe gerade verlassen. Freiwillig. Warum soll ich mir das Falsche merken? War das falsch?
Wer hat denn gestern das Bedürfnis? Nein, nicht wir. Eure Bedürfnisse kenne ich nicht. Ich kenne ja nur meine Bedürfnisse. Und mein Bedürfnis hieß gestern Short an der Zwölf. Short 1,1912. Die Stops dafür über die 22. So hieß es. Da Short, das haben wir allerdings hier gesagt, als wir hier gewesen sind, als der Lutz, ne, der Lutz B vom Bodensee, als der nämlich long gewesen ist, mit Ziel 1,1920, um das mal zu betonen, weil Lutz ist nämlich hier der Musterschüler. Wir haben gesagt, hier 1,1912 suchen wir uns Shorts, wenn wir hier über die 1,1910 gehen. Wir haben gesagt, die Stops müssen oben über die 1,1922, weil bei 1,1922 lag diese Linie. Was war die zweite Aussage dazu? Ja, wer weiß es. Genau. Wir haben gesagt, wenn wir hier hochgehen, hier oben drüber über die 22 und sich dieses ganze Spiel als Fehlausbruch darstellt, dann ist das Setup noch nicht hin, sondern dann suchen wir ein Re-Entry mit den Zielen 89 und 76. Und er ist nur bis zur 81 gelaufen. Jetzt gucken wir uns dieses Spiel mal eine Etage. Wer hat denn diesen Fehlausbruch hier oben, wer hat ihn denn gehandelt? Oder eine RV wie Lutz auf die 21. Eine Empfehlung, liebe Zuschauer, liebe Zuhörer, werdet nicht wie dieser Mensch. Werdet nicht wie dieser Lutz. Dann müsst ihr eine eigene Selbsthilfegruppe gründen. Und dann müsst ihr euer ganzes Leben lang so eine Hemden tragen. Er weiß, wie ich es meine. Hoffe ich. Ja, sie hat mich immer noch lieb. Was muss ich tun, damit sich das ändert? Bitte, gib mir ein Rezept. Okay. Wie habt ihr diesen Fehlausbruch denn gehandelt? Ich habe es gestern Sell-up 1,1910. 1,1910 hat ja nicht ganz. Ach so, du hast daher hier wahrscheinlich den Rücklauf hier, mein lieber René. Wahrscheinlich den Rücklauf. Du hast wahrscheinlich den Bruch von der 1,1910, den Rücklauf und hast dann das Stück von der 1,1910 bis zur 89 hier gehandelt, wie ich dich kenne. Richtig? Wie man merkt, René hat mir das gerade bestätigt, wie man merkt, ich kenne meine Schäfchen ein bisschen. Also nicht alle. Wir machen uns mal ein Späßchen und gucken mal auf diese Kerze. Und wir wechseln in den M1. Und da ist unsere rote Linie. Da. So. Zack. Und da ist der Fehlausbruch. Soll ich es größer machen?
Wenn ich sage, soll ich es größer machen, sehe ich den Lutz schon nicken. Stopp unter die steigenden Kerzen. Ja, Ulrich hat gelernt oder seine Tochter hat es ihm beigebracht. Diese Geschichte war hier mit den steigenden Kerzen schwierig. Wenn ich hier eine Order unter die steigenden Kerzen lege und das hier war um 12 Minuten nach 9, das heißt um 9 fing hier, da fing der Markt an zu steigen. Punkt 9, kurzes Spike nach unten, dann kurz hoch. Und ab da fing er an zu steigen und hat sich hier hochgeschaukelt. Wenn man so eine Marke hat, so wie die 1,1922 hier, diese Linie, die haben wir ja im Chart, und sich dann hier drunter einstoppen lassen will, wird es schwierig. Ich für mein Gefühl, ich versuche ja immer zu vermitteln, dass ich aus dem nackten Chart lese. Ich brauche nicht viel. Ich markiere mir hier die ein oder andere Marke, die ich mir raussuche, um meine Marken, meine Reaktionspunkte zu erkennen. Wenn sich so ein Markt so hochschaukelt, und da kann man nachgucken, die Kerzen werden hier immer größer. Hier sehen wir eine Linie, die ich morgens eingezeichnet habe. Da hat bestimmt in Frankfurt irgendwo einer vom Schirm gesessen, war gerade dabei, die Kurse hochzudrücken. Dann hat er gesagt, oh Scheiße, guck mal hier. Hey, Luis hier, guck mal hier bei der 18, da hat hier Forex Pro, die haben eine Linie eingezeichnet, was machen wir da jetzt? Da haben sie scheinbar kurz in der Nase gebohrt und haben gesagt, okay, wir schicken ihn da durch. So, dann haben sie den Kurs da hochgejagt und wenn ich mir diese Kerzen angucke, die hier, nur ein ganz, ganz klein Docht, dieses Ding hier beginnt hier unten mit einer Glatze und hört hier oben fast mit einer Glatze auf. Spätestens dann kommt man ins Nachdenken. Aber dann kommt diese Kerze. Was ist das hier? Was ist das? Dein Faxgerät klemme ich in Zukunft ab, Lutz. Das hier ist ein bärisches Harami. Eine ausgeprägte blaue Kerze und eine kleinere rote Kerze. Ich habe es gestern schon mit einem aus unserer Gruppe am Telefon auseinandergepflückt. Klar kommt das Argument, was hat das im 1-Minuten-Chart dann zu suchen oder was hat das da für eine Wirkung? Das ist völlig scheißegal, wo das heute ist, in welcher Zeiteinheit das ist. Formation ist Formation. Sicher hat eine Formation, egal ob bärisch oder bullisch, eine größere Wirkung, wenn wir die im Tageschart sehen, weil es mehr Leute sehen, weil mehr Leute Zeit haben, darüber nachzudenken. Aber Regelwerk ist Regelwerk und die Börse kennt keine Zeit. Außenstab, gefolgt von einem Innenstab. Das hier ist ein bärisches Harami. Definition heißt, der Schlusskurs von der blauen Kerze sollte mit dem Eröffnungskurs von der roten Kerze unterboten werden. Das heißt, der Eröffnungskurs von dieser roten Kerze muss gleich oder tiefer sein als der Schlusskurs von der blauen Kerze. Und der Schlusskurs von der roten Kerze muss höher oder gleich mit dem Eröffnungskurs von der blauen Kerze sein. Jetzt könnt ihr ja mal googeln. Und ich glaube, mir alles täuscht, heißt Harami auf Deutsch schwanger. Also, wenn euch eure Nachbarin heute anruft, wenn die Frau zur Arbeit ist oder die Freundin anruft und sagt, Juhu, Harami, dann muss man sich nicht zwingend freuen. Kann man aber. Also.
Das heißt nichts weiter als hier diese Kerze, dieser Kerzenkörper von der roten Kerze muss von dem blauen Kerzenkörper komplett umschlossen werden und sollte aus diesem Grunde nach Möglichkeit von der nächsten Kerze bestätigt werden. Das heißt, die nächste Kerze sollte die gleiche Farbe haben. Wenn wir ein bärisches Harami haben, wir haben ja eine ausgeprägte blaue Kerze, gefolgt von einer roten Kerze, dann sollte die nächste Kerze idealerweise auch rot öffnen. Ich für mein Spiel packe dann unter dieses Low, und dieses Low hier ist bei 1,19,24,4, packe dann in so einem Fall meine Short Stop Order hier unten drunter unter diese Kerze mit einem Punkt Abstand. Was dem gleich kommen würde, in diesem Fall auf jeden Fall, würde es dem gleich, ja, Markus, dann weiß man, dass die positiven Zeiten vorbei sind. Ja, dann kommen andere positive Zeiten, ne, Nelson? So ist es. Wenn das Harami beendet wird, dann kommen die anderen schönen Zeiten. Ich weiß, wovon ich rede. Ich habe Enkelkinder. Und das ist nun mal so. Geh einmal ohne Gummistiefel in feuchtes Gelände, hast du 18 Jahre nasse Füße. In diesem Fall würde das hier dem fast gleichkommen. Wenn ich meine Stop-Order, meine Short-Stop-Order hier hinterher führe, unter diesem, da, unter diesen Kerzen, da, dann springt diese Short-Stop-Order von diesem Tief zu diesem Tief und dann zu diesem Tief unter diese Kerze hier und danach unter dieses Tief. Und dann kommt man hier irgendwo bei 1,1924 rein. Ich für meinen Teil hätte das oder habe das so nicht gemacht, sondern meine Short Stop Order ging unter diese Kerze. Weil wenn diese Kerze hier so geblieben wäre, so ein kleines Eierding hier, und der Markt dann nach oben wieder abdreht, dann ist das nicht so meine Baustelle, sondern ich will da. Da drunter, unter diese Kerze, kann man sich den einstoppen lassen. Und dann nahm das Ding auch seinen Lauf und hat die Marken schön bis runter zur 81 abgearbeitet. Da, von da an, und dann haben wir hier unten die 89 und bei der 89 gesagt, jetzt geht der Stop mindestens break even. Ich habe meinen dann sogar auf plus 12 gezogen, damit wir den Verlust wenigstens wieder drin haben, weil mit der ersten Position, die wir gestern hier geschortet haben, haben wir 12 Punkte Verlust eingefahren. Haben genau diese Umkehr genutzt, als er hier hochgeschossen ist, und haben dann hier 12 Punkte Verlust eingefahren. Auch so kann ein Tag beginnen, und die haben wir nachher hier mit dieser Nummer wieder glattstellen können und haben auch hier unten an der 81 auch das Tagesziel realisieren können. Wer hat es ähnlich gemacht? Wer hatte denn eine ähnliche Idee oder wer hat denn ähnlich gehandelt? So, da kommt die Frage, Zielbereich 1,1938, wäre das nicht ein Short gewesen für heute? Ja, das wäre ein Short Wert oder ein Short gewesen, aber diese Umkehr hier, diese Umkehrformation, auch die gucken wir uns gleich an, die war um 7.30 Uhr. Da war Carsten noch dabei, seinen Schlafanzug zu bügeln, damit ich heute Morgen auch ein Hemd habe. Das war ein bisschen früh. Aber die 38
Perfekt. Die 38 hier wäre in dem Fall heute ein perfekter Entry für Shorts gewesen. So. So. Und jetzt macht es den Plan und wir sehen es auch heute. Hier passiert so gut wie gar nichts, wie jedes Jahr Thanksgiving. Wir haben einmal den Plan, dass er hier noch eine Nummer durchzieht und dann eventuell Richtung Süden marschiert. Plan Blau. Gucken wir mal, die blaue Fraktion. Da starten, darunter. Ja, ich mache gleich blau. Also hier im Chart meine ich. So, das ist meine bevorzugte Route. So, von der 29 dann wenigstens bis zur 14. Und von der 14 dann bis zur 1.19.04. Und an der 1.19.04, da heißt es dann hier ganz dick und fett. Was machen wir da? Dann machen wir da heute Feierabend. Wahrscheinlich, weil so, genau. Das sind die Kamikaze-Händler. Nein, das sind die, die wirklich ein bisschen was verstanden haben oder eine Menge verstanden haben, die Cojones haben, wie Carsten immer so schön sagt. Heute die Positionsgröße hoch, 6 Punkte und dann plus sechs, also plus sechs raus, mit 6 Punkten aussteigen und fertig ist das. Der Markt wird heute sehr langsam, sehr gleichmäßig laufen. Wer diese Nummer hier handeln will, was haben wir hier für einen Trend? Im Moment, was haben wir für eine Trenddefinition? Na, schnell hingucken. Wir wollen kurze Positionen handeln. Ihr werdet es nicht glauben, der schnellste war ein Schweizer. Die schnellste Antwort aus der Schweiz, oder? Ja, man glaubt es nicht, ne? Die anderen antworten gar nicht. Von 120 Leuten antworten zwei. Die anderen 118, keine Ahnung. Wir haben einen Aufwärtstrend, klassischen Aufwärtstrend. Hier ist die letzte Bewegung. Das hier, ich habe es gestern Nachmittag erklärt, das hier in diesem Bereich ist Rauschen. Wir bewegen uns hier immer noch in einer Korrektur. Hier maximal das letzte Tief aus dem Aufwärtstrend. Dort ist eine Bewegung. Wie du was Kaffee holen? Das kann nicht sein. Leer. Ich möchte hier einmal anmerken, dass der Lutz mir keinen Kaffee mitgebracht hat. Kann sich bitte mal einen Minuspunkt ins Muttiheft schreiben. Aber einen großen Minuspunkt.
Wir schauen in den da ist das Problem, ich habe es erkannt. Ups. So. Wir haben gestern dank Ulrich seiner Familie, danke. Guck, hier sind noch ein paar Linien drin. Haben wir hier dieses Hoch eingezeichnet und hier dieses Hoch eingezeichnet bei der 1.1905 und wir haben Mesa Verde, ne? Ich kriege hier nämlich richtige Kaffeetassen, nicht so eine Espresso-Näpfchen. Mesa Verde, wer kennt den? Wir haben hier dieses Dreieck, auf das ich zum Glück gestern aufmerksam gemacht wurde. Da. Und wir haben gestern gehofft, ja, BHW, Bangen, Hoffen, Warten, dass wir genau diese Geschichte. Diese Linie lassen wir mal hier unten drinne. Dieses Tief hier, machen wir es. Na komm her, Mann. Will es gerade haben. Gut, machen wir es über die Eigenschaften, das geht besser. Zack. So, hier haben wir dieses Tief und hier hat sich im Daily ein Dreieck ausgebildet. Dieses Dreieck sollte idealerweise aufgelöst werden und wenn man sich diesen ganzen Spaß anschaut, ich habe es gestern erklärt, wie nennt man diese Formation? Lieblingsformation von meinem Junior, die Marken nehme ich jetzt mal raus. So. Lieblingsformation von meinem Junior, die nennt man nach so einer Bewegung hier. Nennt man sowas teuflische Schafsweide. Geniale Umgebung, ja, genau. Mesa Verde, ein schöner Nationalpark. So, jetzt wurde dieses Dreieck hier verlassen. Jetzt gehen wir einfach mal ein paar Zeiteinheiten tiefer. Jetzt sieht es auch ein bisschen scheiße aus. Und wenn wir uns das jetzt anschauen, sehen wir, dass er sich hier ganz langsam nach oben rausschiebt. Das hat für mich. Ich sag mal, ein Geschmäckle. Der Tagesschlusskurs gestern war auch außerhalb von diesem Dreieck und die Linie hat so schön lange, so schön gehalten, immer wieder. Wenn sich sowas hier nach oben langsam rausschiebt und nicht da oben raus explodiert, ist das in der Regel kein gutes Zeichen, sondern in der Regel wird sowas dann bestraft. Das heißt, für mich, für heute, ich werde trotzdem hier oben werde ich mir Shorts suchen und muss diese allerdings
spätestens hier unten an dieser Kante, nach dem Bild, was wir jetzt hier vor der Nase haben, da bei der 93 ungefähr, spätestens da muss ich diese Geschichte glattstellen. Und dafür haben wir hier unten die 1,1904, deswegen da unten auch die Fragezeichen. Wenn wir unten in diesem Bereich ankommen, sind wir in diesem Kästchen. Da, von da bis da unten sind wir in diesem Bereich, kommen wir ungefähr an der Kante von diesem Dreieck. Aus dem Daily Chart, aus dem 4-Stunden-Chart kommen wir ungefähr an dieser Kante an. Das heißt, genau, Manfred, fast richtig. Das heißt, diese Nummer kann zu der Bestätigung von dem Keil führen und hier unten müssen wir in diesem Bereich damit rechnen, dass eine harte Reaktion erfolgt. Das heißt, hier runter, zurück an der 29 bestätigen und dann sollte man zusehen, dass man heute auf dieser Strecke hier in diesem Bereich recht zügig sein Tagesziel einfahren kann, dass man das in diesem Bereich realisiert. Verstanden, was ich damit meine und warum ich so denke? Nachvollziehbar? Gut. Wenn man drüber nachdenkt und vielleicht die Positionsgröße so groß gewählt hat oder so klug ist wie der Lutz und kommt von der 38, und läuft dann bis hier runter, bis zur 4 ungefähr oder bis zur 93, hat man 30 Punkte auf dem Deckel, kann man auch die Hälfte glattstellen und den Rest hopp oder top. Wenn wir nämlich in diesen Keil wieder einsteigen hier, wenn wir hier wieder eintauchen, dann wäre das ein Fehlausbruch und dieser Fehlausbruch sollte uns dann recht sehr, sehr zügig nach unten befördern. Die Jungs, die genau dieses Setup vertreten oder dieses Setup handeln wollen, sollten das dann entsprechend berücksichtigen. Schauen wir uns diese Geschichte hier mal ganz kurz im DAU von gestern an. Das Ziel von gestern ist im DAU gestern Nachmittag nicht erreicht worden. Die letzten 2 Tage lag ich ja so ein bisschen daneben, wo ich sage, ich werde da unten nicht longen oder da oben nicht shorten, ich werde da pro nicht handeln. Gestern lag ich mit der Entscheidung zum Glück einmal komplett richtig, weil es macht überhaupt keinen Sinn, hier in diesem Bereich zu handeln. Und jetzt gucken wir uns noch dieses Spielchen an. Ich nehme jetzt mal diese Linie wieder raus und nehme diese hier ebenfalls raus und diese nehme ich auch raus. Wir haben hier von der 1, 13,74 die erste Abwärtsbewegung. Wir haben hier eine Korrektur, haben die zweite Abwärtsbewegung. Die zweite ist länger als die erste, wie wir sehen können. Weil das hier ist diese Linie, dieser Strich hat praktisch diese nach unten dupliziert. Die endet hier bei 13,346 und das Low hatten wir bei 13,234 und bei 13,246 hätte sie enden können. Das heißt, wir haben hier diese Bewegung um gut 10 Punkte überboten, wenn die zweite Bewegung länger ist als die erste, folgt in der Regel eine dritte. Wenn ich diese Korrekturbewegung hier dupliziere, die hier, das hier ist die Korrekturbewegung, dann darf logischerweise, wenn die Bewegung etwas länger ist, darf auch die Korrekturbewegung etwas ausgeprägter sein. Wir haben es gestern Nachmittag schon mal eingezeichnet.
Und die hat er hier sauber nach oben durchgezogen. So, und seit diesem Hoch, die darf etwas höher sein, was er da auch gemacht hat, da die etwas länger ist, darf die auch etwas länger sein. Deswegen sollten wir idealerweise nicht viel höher gehen, als wir jetzt hier sind. Wir sollten heute in diesem Fall wenigstens auf 9 Uhr warten, um dann die dritte Bewegung einzuleiten. Und diese dritte Bewegung sollte uns dann, ihr könnt es ja mal genau machen, nämlich an dem dann oder jetzt entstehenden Hoch diese Nummer festmachen, um dann zu sagen, okay, dann kommt die letzte Bewegung, nämlich diese von da nach unten. Und dann sollten wir mit drei Bewegungen von oben nach unten wenigstens hier bei der 13.224 landen. Das heißt, auch diesen Doppelboden hier sollten wir auflösen nach unten und sollten die Stops darunter wenigstens holen. Dabei bitte beachten, dass wenn wir diese Bewegung bis darunter machen, dass auch das sehr schnell gehen kann und dass es von da aus dann ziemlich zügig nach oben schießen kann. Dritte Bewegung, wenn die zu Ende ist, kann es diese Bewegung zur Folge haben, da, nämlich bis dahin. Alternative, von da aus nochmal zurück, diese Tiefs dort bestätigen und dann, was ja Short sehr gerne passiert, eine vierte Bewegung dran zu hängen bis da unten hin. Aber heute wird das Volumen fehlen, Thanksgiving, da wird nicht so viel passieren. Heute Nachmittag sowieso nicht, deswegen machen wir heute Nachmittag auch kein Webinar. Und viel mehr will ich hier auch nicht preisgeben. Wir hatten gestern geplant, gehofft, dass wir einen Schlusskurs unter 13,2, einen Tagesschlusskurs unter der 13,255 kriegen und das Low hier war bei 13,279 und damit haben wir das Dreieck im, ich zeige das einfach ein, bevor ich mich hier total verhaspel. Ne. So. Damit hatten wir nämlich gehofft, falsche Linie, falschen Knopf gedrückt, ne? So. Zack. So. Wir wollten idealerweise einen Schlusskurs unter dieser Linie haben hier. Ich mache eine neue rein, da sieht man auch die Marke. Da drunter wollten wir gestern idealerweise schließen. Unter dieser blauen Linie, also unter der 13.260, und das hat er gestern Abend leider nicht gepackt, sondern wir sind knapp darüber geblieben. Das heißt, wir bewegen uns immer noch außerhalb von diesem Keil. Das Signal, auf welches ich gestern gewartet habe, wäre gewesen, dass wir hier nur einen Fehlausbruch haben, wieder zurückkehren in diesen Keil, was er gestern auch kurz gemacht hat, und dann nach unten wegschießen und den Fehlausbruch damit bestätigen. Das ist noch nicht passiert und der Tag heute, dadurch, dass das Volumen fehlt, diesen Tag heute werde ich nicht zählen und werde meine Abhandlung oder meine Sichtweisen für den Tag morgen
oder für die nächste Zeit morgen früh veröffentlichen, beziehungsweise am Wochenende werden wir etwas dazu schreiben. Kurz am Rande, wir haben nächste Woche einen neuen Monat. Wer einen Kalender guckt, der wird mir das bestätigen. Die Jungs, die bei uns in der Community diesen Monat kostenlos dank Corona teilnehmen konnten, durften, werden am Wochenende von uns eine Mail kriegen. Wenn ihr möchtet, könnt ihr im Dezember dabei bleiben. Allerdings nicht ganz umsonst, das wäre unfair. Wir werden aber bei uns im Team ein Angebot auseinanderpflücken oder zusammenstricken, werden euch das am Wochenende per Mail zukommen lassen. Dann könnt ihr überlegen, ob ihr den Dezember noch bei uns mitspielen wollt oder den Dezember bei unseren Webinaren, unseren Setups folgen möchtet. Und ansonsten gibt es immer noch das Börsenlift-Paket, wo ihr bis 31.03. dabei sein könnt, dabei sein dürft, um dann zu entscheiden, ob wir vielleicht länger in eine Richtung gemeinsam marschieren wollen. Und damit bin ich auch schon für heute am Ende. Wir werden unsere Enkelkinder besuchen am Wochenende. Wir begeben uns jetzt auf die Landstraße. Und ich wünsche euch, die heute den Feiertag genießen, einen schönen Feiertag. Also hier in Deutschland ist ja nicht ganz so, aber ich kenne genügend, die ihn trotzdem feiern. Und trotz den schweren Corona-Zeiten ein wunderschönes Wochenende. Sagt danke, dass ich hier sein durfte. Wenn irgendwelche Fragen sind, dann schickt sie uns. Oder bringt sie die nächsten Tage einfach mit zu den Webinaren. Ich glaube, Nelson und ich, wir sehen uns wieder am 3. Dezember, am Donnerstag, oder? Das kann gut möglich sein. Hallo? Ja. Hört man mich? Jetzt höre ich dich, ja. Ja, 3. Dezember ist richtig. Gut, dann sehen wir uns also nächsten Donnerstag wieder. Und ich euch beide. Ich wünsche euch ein verdammt schönes Wochenende, viele Punkte. Und auch wenn es heute hier nicht so viel zu tun gab oder mit klaren Worten eigentlich gar nichts zu tun gab. Die Kunst ist es manchmal auch, die Finger stillzuhalten. Das ist viel schwieriger, als die richtigen Setups zu finden. Und wenn es nichts zu tun gibt, dann bleibt einfach draußen. Ne? In dem Sinne, schönes Wochenende. Tschüss, tschüss. Danke, Nelson. Euer Thorsten. Tschüss, tschüss und moin, moin. Danke dir, Thorsten. Und viel Spaß mit der Familie. Und natürlich auch vielen Dank an alle Teilnehmer und wünsche noch eine schöne Restwoche. Passen Sie auf Ihre Position auf, wenn Sie noch handeln. Bleiben Sie gesund und hoffentlich dann bis nächste Woche Donnerstag. Bis dahin, tschüss.